Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite. Das letzte Mal haben wir wieder so einen Riss betreten und sind jetzt wieder in einer anderen Welt und hier sind die Vox anscheinend gerade so ein bisschen, ich nenne es jetzt einfach mal aufständig. Und wir kämpfen jetzt mit den... Upsa. Oh! Das ist schon eine coole Waffe. Okay. Aber ich weiß nicht. Also wir haben hier auf jeden Fall Verbündete. Was haben wir denn als andere Waffe mit? Okay, gut, wir haben auch noch was. Was, womit wir umgehen können? Die verziert mir nämlich ehrlich gesagt viel zu viel. Wo ist denn da überhaupt was? Okay. Eigentlich müssen wir gar nicht so viel machen. Weil es passiert ja nichts. Aber die Waffe finde ich blöd. Alter. Die verzieht. Steht da noch einer von uns, aber. Naja, der wird den schon erledigen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Okay. Wir nehmen das jetzt mal. Aus der Nummer kommst du nicht heraus. Bam! In dein Gesicht. Ah, ich nehme aber doch mal die andere Waffe. Jo, hi. Sag mal, was willst du? Tschüss! Schon ein bisschen witzig. Okay, direkt an das hier oben dran. Auf geht's. Junge! Oh Gott! Oh Gott! Oh fuck. Oh fuck. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen dringend Hilfe. Vor allem brauchen wir... Vor allem brauchen wir dringend etwas Leben. Wir haben so wenig. Grad. Okay, das ist offenbar auch ein Verbündeter. Leute, macht mal was. Ich muss hier mir... Oh, lol, sorry. Du wirst es überleben. Ich habe nicht drauf geschossen. Ja, hier ist noch irgendwo ein bisschen Leben. Wo ist eigentlich Elisabeth hin? Kacke. Wie doof ist das denn jetzt? Muss ich denn hier überhaupt lang? Ja, offenbar schon. Hi, Leute. Ihr seid super. Kaffee. Ja, toll. Gib mir halt bloß nicht Gesundheit, wenn man sie mal braucht. Nur doch ein bisschen gesund... Orange haben wir... Hä? Was? Okay. Achso, hier geht's gar nicht weiter. Jetzt ist unsere Elisabeth auch wieder bei uns. Wir brauchen Gesundheit. Da oben blieb das. Hier waren wir ja überall schon. Ich meine, das kommt uns ja jetzt als... Warum liegt es eigentlich zwischendurch immer so? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe da drüben ein Lockpick. Hey, oh, hi. Wo? Oh. Wo sieht sie ein Lockpick? Ach, hier. Da drüben. Ist gut. Ich glaube, wir haben Lockpicks voll. Kann man vielleicht nur 30 haben. Ich weiß es nicht. Ist hier mal irgendwo Gesundheit? Oh, bitte. Zumindest ein bisschen was. Hi. Sie sind Booker DeWitt, der Held der Vox.
Hey, yo, hi. Verdammt, was reden die da? Sieh mal das Plakat. In dieser Welt bist du ein Held. Ein Märtyrer sind wir. Ich weiß noch, ich führte die Vox. Ich, Slate und ich brannten die Hall of Heroes nieder. Booker. Oh je, was geht denn jetzt ab? Nase. Scheiße. Ich kann kaum denken. Ich habe zwei Erinnerungen an dieselbe Booker, Sache. Komm zurück. Wir finden Daisy Fitzroy. Ey, unsere Nase blutet. Mit der First Lady. Das heißt, irgendwo in irgendeiner von den Welten sind wir gestorben. Kann hier mal ein bisschen weniger passieren? Ich verstehe es echt nicht, woran es liegt. Mittendrin immer einfach so. Plupp. Plupp, ich habe dir die Frames geklaut. Plupp. Plupp, ich gebe sie dir mal kurz wieder. 5 Sekunden. Alter. Ich glaube, hier sind einfach viel zu viele Details. Ich probiere gerade einfach mal was in den Optionen. Jetzt bei der Grafik gucken. Machen wir jetzt einfach mal so. Vielleicht hilft das ja was. Scheint nicht so zu sein. Was hat sich denn jetzt im Hintergrund gestartet, dass hier so ein Problem gibt? Ah! Einfach schnell weg hier. Ich habe nämlich nichts geändert. Ich bin hier ein bisschen verwirrt. Ja, komm jetzt, Mäuschen. Ich habe sogar meine Festplatte vorhin noch leer geräumt, damit ich wieder genug Platz habe, hier was aufzunehmen. Warst du ein Märtyrer? Diese Leute brauchen bessere Helden. Genau betrachtet unterscheiden sich Comstock und Daisy Fitzroy letzten Endes nur durch ihren Namen. Finkton Proper. Ja, wir müssen ja zurück zu Shenlin, weil wir ja für den die Waffenteile da besorgt haben. Also seine Maschinen, mit denen er uns Waffen machen kann. Die haben wir ihm ja, naja, wieder besorgt. Wir sind halt durch den Riss gegangen und dann waren sie halt wieder bei ihm, ne? Ist auch sehr interessant, den Ladebildschirm, das fällt mir jetzt gerade das erste Mal auf und ich habe das Spiel jetzt schon mal durchgespielt und wir spielen es ja jetzt nochmal und mir fällt es trotzdem das erste Mal auf, dass dieser Ladebildschirm wie diese Kiste ist, die man ganz am Anfang hat, als Booker da in diesem Boot sitzt mit den zwei Leuten und er dann zu dem Leuchtturm gebracht wird. Da hatte ich mal kurzzeitig 10 Frames. Ist ja Wahnsinn. Okay, offenbar sind hier direkt wieder Gegner. Coole Sache. Aber es sind offenbar auch Leute auf unserer Seite wieder. Was ist denn das hier? Waren wir hier schon? Was ist hier? Nimm Revolver. Okay. Mach mal da auf. Ach, guck, das hier ist das. Okay, das ist unser. Sehr gut. Oh. Wir machen mal gerade hier wieder Special Taktik. Achso, geht gerade gar nicht. Oh, das ist ja dann voll blöd. Schieß auf ihn! Ich kann ihn von hier gar nicht sehen.
Alter! Okay. Gib mir Salze. Aua. Kacke. Ich kann ihn halt von hier überhaupt gar nicht treffen. Oh shit. Ich hab, glaube ich, gerade voll die Rakete an den Kopf bekommen. Oh Gott. Ja, gib mir! Der Kerl lebt noch, oder? Nein! Hey, yo. Oh, Deckung? Nee, machen wir mal nicht. Oh Gott. Ich werde gleich einfach mal schauen, was das ist und warum das hier so leckt. Das nervt mich ziemlich. Und so möchte ich nicht noch jetzt ganz viel weiterspielen müssen. Ich wollte ja eigentlich ein paar mehr Parts auch nehmen. Habe ich uns in eine Welt gebracht, wo die Vox Waffen hatten? Oh, jetzt mach mal schnell. Oder habe ich eine erschaffen? Mach mal hinne. Hallo? 5 Jahre später. Was soll das denn? Ist es hier jetzt mal weg? Hallo. Alter Seemann, lass die Kraft 5 Jahre später. Namenssog den verhassten Albatros vernichten. Ich bin vollends verwirrt. Ich will doch... Ich bin nur da hergekommen und will jetzt hier lang, oder nicht? Kann mir das mal jemand erklären, was hier jetzt abgeht? Oh Mann, Gesundheitskit ist gut. Nee, das wollen wir nicht. Ich habe Geld gefunden. Oh ja, Geld. Aber hier kamen wir doch gerade her. Ja, hier kamen wir gerade her. Da wollen wir ja gar nicht hin. Komm rein, Mädchen. So. Jetzt wollen wir auf die andere Seite. Ich hoffe, das klappt jetzt mal. Nicht, dass jetzt hier wieder 5 Jahre lang die Teile durchfahren. Müssen wir hier lang? Ja, gut. Jetzt auf. Was? Wieso hängt denn da so viel? Ach, lol. Okay, das war wohl eben, glaube ich, ein bisschen verbuggt. Oh. Vielleicht sollten wir jetzt noch nicht rausgehen. Ich glaube, das machen wir einfach mal im nächsten Part, wenn ich rausgefunden habe, warum ich immer so zwischendurch so krasse Frame-Einbrüche habe. Das geht mir nämlich total auf die Nerven und ich habe keine Ahnung, woran das liegen könnte. Deshalb kümmere ich mich jetzt mal darum, das aufzunehmen, das herauszufinden. Und dann nehme ich bald wieder auf. Ich hoffe mal, dass... also ich nehme auf, sobald ich es weiß. Ne? Ich hoffe mal, dass der Part jetzt nicht allzu kurz geworden ist, sondern wir noch... zumindest über die 10 Minuten gekommen sind. Ich habe jetzt nämlich überhaupt gar nicht auf die Uhr geachtet, weil mich diese Frame-Einbrüche total genervt haben. Naja, ich werde das schon rausfinden, was das ist, und dann sehen wir uns in alter Frische im neuen Part Let's Play Bioshock Infinite wieder. Bis dann!